Hallihallo, ihr Lieben. So viele von euch haben sich ein Video zum Konjunktiv 1 gewünscht. Und heute ist es soweit. Wir sprechen über die indirekte Rede oder Konjunktiv 1. Bleibt dabei! Wir beginnen mit der Frage, was ist Konjunktiv 1? Konjunktiv 1 wird auch indirekte Rede genannt. Okay, was ist indirekte Rede? Indirekte Rede bedeutet, dass du die Rede einer anderen Person, also die Worte einer anderen Person, wiedergeben möchtest. Okay, trotzdem nicht klar. Also zum Beispiel. Zum Beispiel sage ich, Deutsch lehren macht mir Spaß. Und du möchtest mich zitieren und sagst, Lehrer hat gesagt, Deutsch lehren mache ihr Spaß. Wie du siehst, mache ich oder verwende ich hier Konjunktiv 1. Also heißt das immer, wenn du eine andere Person indirekt zitieren möchtest, brauchst du Konjunktiv 1. In Deutschland ist Konjunktiv 1 vor allem in den Medien verbreitet. Ich habe extra für dich jetzt eine Nachrichtenseite geöffnet. Schon im ersten Abschnitt können wir Konjunktiv 1 erkennen. Zum Beispiel, ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern habe sich mit dem Erreger infiziert, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München mit. Wie du siehst, wird der Sprecher des Gesundheitsministeriums zitiert. Und deswegen brauchst du die Form habe sich infiziert, also Konjunktiv 1. Oder er werde medizinisch überwacht und sei isoliert. In diesem Satz wird wieder dieser Mann zitiert, indirekt zitiert, und deswegen brauchst du Konjunktiv 1 Formen. Werde medizinisch überwacht und nicht wird medizinisch überwacht und sei isoliert und nicht ist isoliert. Und nun ist es wichtig zu schauen, wie Konjunktiv 1 gebildet wird und welche Formen es gibt. Wir schauen als erstes natürlich auf die zwei wichtigsten Verben, sein und haben. Hier habe ich schon die Konjugation von sein aufgeschrieben. Ich sei und nicht bin, wie du das gewöhnt bist. Du seiest und nicht bist. Er sei und nicht ist. Wir seien und nicht sind. Ihr seiet und nicht seid. Und sie seien und nicht sind. Das ist also wichtig, diese Formen zu kennen, also die Konjugation von sein, um Konjunktiv 1 auch richtig verwenden zu können und verstehen zu können. Und nun schauen wir uns zwei Beispiele im Konjunktiv 1 Präsens an. Dafür nehmen wir erstmal ein ganz normales Zitat im Indikativ. Der Kanzler sagt, der Frieden ist wichtig. Das ist ein ganz normales, direktes Zitat. Du möchtest aber diese Person indirekt zitieren, also Konjunktiv 1 nutzen. Dafür brauchst du nur das Verb sein zu verändern. Das heißt, du nimmst die dritte Person von sein im Konjunktiv 1. Das ist nicht mehr ist, sondern sei, wie wir uns gerade angeschaut haben. Das heißt, dein Satz wird so lauten. Der Kanzler sagt, dass der Frieden wichtig sei. Genauso wichtig ist es, die Konjunktiv 1 Formen von haben zu kennen. Ja, ich habe, also die Form stimmt eigentlich mit der Indikativform überein, also ich habe und ich habe im Konjunktiv sind dieselben. Du habest, ja, das ist schon besonders, nicht mehr hast wie im Indikativ, sondern habest. Er habe, wieder nicht er hat wie im Indikativ, sondern er habe. Wir haben,
dieselbe Form wie im Indikativ. Ihr habet und nicht habt und sie haben. Und jetzt ein Beispiel mit haben. Thomas sagt, ich habe diese Woche keine Zeit. Das ist wieder ein direktes Zitat. Und du möchtest nun Thomas zitieren, also seine Worte wiedergeben, also Konjunktiv 1 nutzen. Dafür brauchst du das Verb haben im Konjunktiv 1 zu nutzen. Das ist die dritte Person Singular, also dein Satz ist, Thomas sagt, dass er diese Woche keine Zeit habe. Wie du siehst, hast du nicht nur das Verb haben verändert, sondern auch das Personalpronomen. Das ist nicht mehr ich, sondern er, weil du jetzt über Thomas sprichst und nicht er selbst über sich. Okay, mit sein und haben ist, denke ich, alles klar. Was ist mit den ganzen anderen Verben? Was passiert mit denen im Präsens, im Konjunktiv 1? Das schauen wir uns mal an. Folgende Endungen. Wir nehmen jetzt als Beispiel das Verb lernen und werden das konjugieren. Also ich im Konjunktiv 1 Präsens bekommt die Endung e, wie auch im Indikativ. Also ich lerne. Du bekommt die Endung est und nicht mehr wie im Indikativ nur st, also du lernest. Er, sie, es bekommt die Endung e und nicht mehr t. Deswegen er lerne. Wir bekommt die Endung en, genauso wie im Indikativ. Deswegen wir lernen. Ihr bekommt die Endung et im Konjunktiv 1 Präsens und nicht mehr nur t. Also ihr lernet. Und sie bekommt die Endung n, also genauso wie im Indikativ. Deswegen sie lernen. Also so verhalten sich die Verben im Präsens im Konjunktiv 1. Und nun noch ein Beispiel dazu. Sascha sagte, sie lerne für die Prüfung. In diesem Satz zitierst du Sascha, auch wenn indirekt. Also nutzt du Konjunktiv 1. Dafür brauchst du die Konjunktiv 1 Form, die dritte Person Singular, Präsens, zu nutzen, also lerne und nicht lernt. Ja, aber wie du hier sehen kannst, bleiben die Endungen manchmal im Konjunktiv 1 unverändert. Zum Beispiel bei wir, en oder sie, en. Die Frage ist, was sollst du dann tun? Bleibt es so oder muss man etwas anderes sich einfallen lassen? Dafür brauchen wir wieder einen Beispielsatz. Sie sagen, wir kommen am Abend vorbei. Das ist ein ganz normaler Satz im Indikativ, also ein direktes Zitat. Nun möchtest du aber indirekt zitieren, also Konjunktiv 1 nutzen. Dafür brauchst du beim Personalpronomen sie die Endung en. Ja? Also wäre das, sie sagten, sie kommen am Abend vorbei. Naja, kommen stimmt aber jetzt mit dem Infinitiv überein, weil du die Endung en genauso im Infinitiv hast. Was sollst du also tun? Du solltest in solchen Fällen die Konjunktiv 2 Form nutzen. Also, sie sagten, sie kämen am Abend vorbei. Oder auch die Würdeform, die Konjunktiv 2 Würdeform. Sie sagten, sie würden am Abend vorbeikommen. Und jetzt nochmal. Wenn Konjunktiv 1, also die Konjunktiv 1 Form mit der Indikativform übereinstimmt, das bedeutet, wenn die Form im Indikativ genauso klingt und aussieht wie im Konjunktiv 1, zum Beispiel sie kommen, dann brauchst du die Konjunktiv 2 Form zu nutzen. Also dann sie kämen oder sie würden kommen. Wir nehmen noch einen Beispielsatz. Wir haben viel zu tun.
Das ist ein ganz normaler Satz im Indikativ Präsens. Nun möchtest du Konjunktiv 1 bilden, also diesen Satz indirekt zitieren. Du brauchst neben dem Personalpronomen auch natürlich das Verb zu ändern. Haben wird haben bleiben, weil die Endung en bei der dritten Person Plural kommt. Das wäre dann also, sie sagten, sie haben viel zu tun. Haben, haben, also sieht man nicht, dass das Konjunktiv 1 ist. Deswegen brauchst du hier die Konjunktiv 2 Form. Also, sie sagten, sie hätten viel zu tun. So, ihr Lieben, wir sind für heute durch. Also haben wir heute Konjunktiv 1 Präsens besprochen. Wir haben heute aber nicht über die Modalverben oder über die Vergangenheitsformen gesprochen. Wenn das dich aber trotzdem sehr interessiert, kannst du mir in den Kommentaren schreiben, dass du dir ein Video dazu wünschst. Genau, damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Falls du irgendwelche Fragen zu diesem Thema oder einem anderen Thema hast, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bemühe mich immer, die zu beantworten. Genau, ich wünsche dir wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!